So, liebe Leute, wir hängen mitten in der Season 1 drin. Wir sind kurz vor, also was heißt kurz vor Ende? Wir haben knapp die Hälfte jetzt geschafft erst. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grid. Und wir machen heute weiter mit dem GT Supercup Asia. Und zwar mit dem Time Attack. Zwei Runden stehen an. Einmal Sejong und einmal Okutama. Okay, das ist klar. Dann da wieder zwei, da wieder zwei, da drei. Das ist zumindest das, was bis heute ansteht. Diese vier Dinger für mich heute ansteht. Für euch geht's dann nur das hier. Aber dann weiß ich, wie viele Tage. Eins, zwei, ein, zwei, drei, ja, drei, vier Aufnahmetage. Okay, das kriegen wir schon irgendwie hin. Okay, dann haben wir bald die Season 1 durch. Dann geht es weiter schon mit der Season 2. Also da ist auch, gut, die geht relativ schnell. So ein paar Vierer dabei, sehe ich gerade. Okay, Season 3. Das Lustige ist, dass ich dann zwei Rennspiele auf dem Kanal habe, die gleichzeitig laufen werden. Aber ja, egal, kriegen wir schon irgendwie hin. Ich will euch das Ding gut zu machen, weil Need for Speed läuft ja auch demnächst. Also ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, läuft es eigentlich sogar schon. Aber egal, kriegen wir schon irgendwie hin. Ich habe Bock drauf und wir starten heute mit dem allerersten Rennen. Und zwar Sejong. 1,61 Kilometer ist diese Strecke lang. Und wir haben, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, 203 Runden Zeit, um die schnellste Zeit zu fahren. Das ist quasi dieser Time Attack. Hallo und willkommen, ja, gucken wir trotzdem, zum heutigen Event. Kristen, was steht heute auf dem Programm? GT-Wagen sind für ein Maximum an Höchstgeschwindigkeit und Abtrieb ausgelegt. Bei den erfahrenen Teilnehmern hier sieht es so einfach aus, aber diese Autos sind echt schwer zu beherrschen. Danke, Kristen. Wir melden uns gleich zurück mit dem Start. Was wird das? Da wurde so, auf geht's. Wir fangen mit der Corvette an. Wir haben die Grid-Version von der Corvette durch den VIP-Fahrt. Aber ja, drei Runden Zeit, um uns diese schnellste Runde zu fahren hier. Mal gucken. Diesen Fehler dürfen wir nicht machen, weil sonst war es für uns. Der Check ist ziemlich eng, das ist das Problem, wenn man einfach nicht ganz die Möglichkeit hat, groß zu überholen. So, ich darf den Porsche mal kurz hier. Happy, schon. Die erste Runde geht an uns, klar. Und zwar ungefähr eine Sekunde. Ich denke nicht, dass. Den hat es weggehauen. Da konnte ich jetzt noch nichts für, der hat einfach weggedreht. Aber schön, dass auch die KI mal Fehler macht und nicht mehr wir. War jetzt eigentlich fast eine neue Bestzeit. Ja, die ist sogar langsamer. Das auch, wo wir diesmal keinen Verkehr haben eigentlich. Weil das einzige Auto, was uns ein bisschen im Weg stand, hat sich ja alleine weggedreht. Und es ist tatsächlich nochmal eine neue Bestzeit, aber noch nur knapp. Aktuelle Forschung 1,3 Sekunden. So, unser Teamkollege hängt momentan 3-4 Autos vor uns. Weiß hier gerade nicht, wie viele Plätze bei ihm sind. So, da haben wir jetzt eine knappe Sekunde liegen gelassen. Das ist ja nur noch der aktuelle Drittplatzierte, der vor uns fährt. Okay, das war sehr optimistisch, da reinzugehen so. Aber trotzdem reicht es für den Gesamtsieg in diesem ersten Rennen. Und wieder sind es über 100.000 Punkte. Wo haben wir denn den Teamkollegen? Auf 7. Auf 7 momentan. Okay. Auf geht's. Nächster Teil.
zwar jetzt mit Okutama, der nächste Time Attack. Diesmal auch wieder 3 Runden, 2,3 Kilometer, also das ist nicht die ewig lange Strecke. Na gut. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Für einen Sieg darf man nichts dem Zufall überlassen. Ich achte vor allem auf einen der Teilnehmer. Mal sehen, wie es ausgeht. Nicht mehr lange und wir... tut mir leid. Die Rennleitung ist bereit für den Start. Und wir auch. Auf geht's. Wetter macht natürlich alles andere als einfach, weil es gar nicht so viel Regen. Das ist halt deutlich rutschiger. So, den habe ich mal kurz beim hier. Lass mich in Ruhe. Ich bin ein bisschen rausgekommen und da ist mir ein bisschen zu viel Platz gelassen. Das könnte mal besser gehen. Seht ihr die Zeit? Ja, das war die Zeit. 46er Runde, okay. Und da wieder eine Corvette, wenn ich das richtig sehe. Boah, Alter, das war ein bisschen zu optimistisch. Ah, das funktioniert. Nachher, wir müssen ins Rutschen kommen. Haben wir nochmal mit der Zeit gesetzt, eine halbe Sekunde Vorsprung, ja? Ist egal, aber nicht, ja, irgendwie. Und der Teamkollege platziert ist. Auch nochmal ein zweiter Sektor, gar auf jeden Fall violett. Vielleicht reicht das. Das ist eigentlich nur die gute Kombole, große Probleme. Und es ist nochmal eine bessere gewesen. 44,9 ist es dann am Ende. Ja, über 5 Sekunden, die wir am Ende dann auf Platz 2 hatten. Die Kollege auf 5, damit müsste da im Schnitt auf 6 liegen. Also damit haben wir. Ja, haben wir es nicht geschafft. Mit beiden Autos vorne aufs Podium zu fahren. Schade. Naja. Level 83. Und es fehlen noch 17 Level, glaube ich, zum High Level. Ich denke, dass 100 das Maximum ist. Aber das noch hinkriegen im Let's Play, weiß ich noch nicht. Wir ziehen es auf jeden Fall komplett durch. Das habe ich schon mal gesagt. Und danach kommt das Need for Speed und dann kommt das Assetto Corsa. Zwei Porsche nehmen uns, okay. Jo, haben wir es doch. So, liebe Leute, das war's auch schon für heute für Grid und wir sehen uns dann morgen wieder mit der American Prototype Series, die uns dann auf jeden Fall ansteht. Bis dahin, tschüss.